Moin Moin, herzlich willkommen zu Movement Family TV. Ich bin Tom und ich bin heute dein Breaking Trainer. Ich freue mich, dass du da bist. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie ein Three-Step funktioniert. Viel Spaß mit dem Video. Three-Step. Brauchst du hierfür irgendwelche Grundvoraussetzungen? In diesem Fall ja. Am besten lernst du erst den Six-Step, den findest du hier. Wenn du den Six-Step schon drauf hast, dann können wir direkt anfangen und den Three-Step als nächstes lernen. Viel Spaß! Alles klar, sehr gut. Ich hoffe, du hast dich erfolgreich warm gemacht. Dann können wir jetzt weitermachen mit dem Three-Step. Wir gehen hier in diese Ausgangssituation, Ausgangsposition. Die Voraussetzung, wie ich ja bereits erwähnt habe, dafür ist Six-Step. Three-Step ist eine Variation davon. Das heißt, eigentlich machen wir den Six-Step, lassen dabei aber zwei, drei Schritte aus. Und dafür, damit wir die auslassen können, brauchen wir ein bisschen Schwung und müssen das Ganze etwas sprunghafter machen. Das heißt, von dieser Position aus geht das Bein hier entlang, du springst in diesem Fall hoch und kickst das Bein, das rechte Bein, nach hinten durch. Du willst dann auf dem rechten Fuß landen, auf der rechten Fußspitze, und das andere Bein kickst du in die Luft. Ich mache es dir vor. Zack. Okay, das ist der erste Schritt. Du siehst, ich springe. Von hier reinsliden, durchsliden, auf die Zehenspitze und das andere Bein in die Luft. Nochmal. Zack. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal und dann geht es weiter. Von da aus, wenn du auf der Zehenspitze bist, springst du eigentlich ganz einfach nochmal. Ganz einfache Bewegung. In dem Fall zieht dann aber das linke Bein nach vorne durch. Ich mache es vor und zack. Und von hier aus geht jetzt wieder der rechte Fuß an den Popo. Und du ziehst das andere Bein nach vorne durch und streckst es aus. Okay, das Ganze machen wir noch einmal gemeinsam und dann beginnen wir mit der zweiten Runde. Let's go. Und zack, durchziehen. Von hier aus wechseln wir die Beine. Linkes Bein ran, rechtes Bein raus und wechsel. Zeige ich dir nochmal so, dass du es besser sehen kannst. In diesem Fall ist jetzt das linke Bein vorne. Linkes Bein geht ran, rechtes Bein geht raus. Dabei wechseln wir die Arme. Wir sind wieder in der Grundposition. Von hier aus das Ganze nochmal von vorne. Und zack, durchziehen. Beine wechseln. Zack, durchziehen. Beine wechseln. Zack, durchziehen. Okay, ich hoffe, du konntest bis hierhin folgen. Eigentlich ein ganz einfacher Ablauf. Gib schön viel Power rein. Du willst energiegeladen sein. Du willst kicken. Du willst durchziehen. Gib dem Bein richtigen Schwung. So bringt es auch am meisten Spaß. Und ich finde persönlich, sieht auch am geilsten aus. Let's go. Von hier aus. Rechtes Bein ist vorne. Wir ziehen durch. Zack, durchziehen. Beine wechseln. Zack. Durchziehen, Beine wechseln, zack, durchziehen, Beine wechseln, zack, durchziehen. Und noch eine Kleinigkeit für den Ablauf, wenn du den Three-Step dreimal gemacht hast, also dreimal die einzelne Bewegung, dann schaust du im Optimalfall wieder nach vorne. Das heißt, bei jeder Runde Three-Step machst du eine Drittelbewegung um deinen eigenen Körper. Also ein Drittel von 360 Grad ungefähr. Ich zeige es dir einmal, drei Runden und ich schaue wieder nach vorne. Let's go. Zack, durchziehen, Beine wechseln. Zack, durchziehen, Beine wechseln. Zack, durchziehen, Beine wechseln. Ganz einfach, okay? Alles klar, schön, dass du dabei warst. Das war's jetzt schon mit dem Three-Step. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß auch weiterhin beim Trainieren. Wenn du dabei bleibst, wenn du dran bleibst, regelmäßig übst, dann kann das Ganze auch irgendwann so aussehen. Alles klar, das war das Video zum Three-Step. Wenn du jetzt Bock hast, noch mehr zu lernen, dann findest du hier das Video zur Windmill und hier einen Link zu unserem Kanal, wo du noch viele weitere Videos findest mit sehr vielen geilen Moves, die du gerne selbst dir beibringen kannst, mit unserer Hilfe. Ich freue mich, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video und ich wünsche dir auch weiterhin viel Spaß.